Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Tutorial. In diesem Video wird es darum gehen, wie wir so ein kleines Social-Media-Gadget bauen, was auf Blogs und auf Webseiten aktuell ziemlich beliebt ist. Und zwar wird es darum gehen, an der Seite so einen fixen Bereich zu haben, mit dem wir ja, Social-Media-Netzwerke, Accounts von Blogs oder halt euren Webseiten darstellen können. Es wird ein sehr leichtes Tutorial. Wir werden nur etwas ganz bisschen JavaScript schreiben. Viel wird mit CSS sein. Und auch zwei kleine Sachen mit Photoshop. So, unser erster Schritt wird sein, einfach mal einen Ordner zu erstellen. Dies habe ich schon mal getan. Auf meinem Server habe ich den Ordner Social erstellt. In diesem werden wir unsere Icons hier bauen. Und wie ihr seht, habe ich einfach mal dieses andere Tutorial von mir mit diesem schönen Slider hier oben als Hintergrund genommen, weil sonst wäre es relativ langweilig. Daher kopieren wir uns den gesamten Inhalt unserer Scrollbar einfach mal in unseren Social-Ordner. So, wenn das getan ist, lade ich es erstmal hoch. Wie immer könnt ihr die Live-Demo oben in der rechten Ecke verfolgen und gucken, ob ihr richtig seid oder ob irgendwas falsch ist. Als erstes brauchen wir die Index. Und hier brauchen wir eine Section oder eine Divbox, in der wir einfach unser Social Icon bauen. Unsere Social Icons bauen. Dabei vergebe ich erstmal eine ID mit UD Social. Das wird unsere Haupt-ID. Und hier drin werden sich innerhalb von Divboxen und Klassen die einzelnen Social Networks befinden. Das nennen wir mal Icon. Und hier drin benötigen wir aber noch einen Span. Was das mit diesem Span auf sich hat, werden wir später noch erfahren. Aktuell ist nur wichtig, dass hier einer drin ist. Das Ganze kopieren wir uns jetzt viermal. Wie ihr seht, habe ich halt vier Icons. Das ist halt nicht festgeschrieben. Nach dem Tutorial werdet ihr in der Lage sein, jedes Icon, jedes Netzwerk zu erstellen. Und ja. Das ist schon unser erster Schritt. Viel mehr müssen wir in unsere Index.html gar nicht machen. Beziehungsweise das, was hier noch reinkommt, kommt etwas später. So. Das nächste, was wir machen müssen, ist mit CSS uns erstmal stylen. Weil wenn wir das jetzt hier aktualisieren, ist hier erstmal gar nichts. Und wir wollen ja hier diese Icons haben. Deswegen müssen wir daran etwas tun. Als erstes öffnen wir deshalb die Style.css. Und arbeiten hier drin an unserem Social Plugin mit UD Social. Und jetzt kommt ein kleiner Workaround, sodass dieses, was hier ist, immer genau zentriert ist. Wie ihr seht, es ist egal, wie ich es zusammenziehe, es ist immer hundertprozentig zentriert. Und das ist ein ganz nettes Feature, wenn wir nämlich später viele Icons haben, kann man das immer weiter verwenden. Und es funktioniert auch wunderbar. Und das ist ziemlich einfach zu bauen, indem wir erstmal Position fixed, das bedeutet, dass es nämlich fixed am Desktop ist und immer mitscrollt. Dann Top 50%, Left 0. Mit Left 0 hängt es halt an der linken Seite. Wer es auf die rechte haben will, müsste hier halt dementsprechend Right 0 eingeben. Damit wir allerdings das genau zentriert haben, müssen wir etwas anderes noch machen. Wenn wir das jetzt so machen würden, dann würde Top 0, also diese obere Kante hier, würde etwa hier sitzen. Deswegen müssen wir dagegen steuern. Mit Margin minus 147,5 Pixel 0, 0, 0. Wie ich auf diese 147,5 Pixel komme, werde ich gleich noch erklären. Das ist eine ziemlich einfache Rechnung und ist auch kein Problem, das zu verstehen. So, als nächstes müssen wir unsere Icons stylen. UD Icon. Diese Icons werden 70 Pixel breit, 70 Pixel hoch. Allerdings ist das genau wie bei allen anderen Icons euch selbst überlassen. In meinem Fall werde ich sie natürlich Hintergrundfarbe mit meinem Orangeton machen. Aber ihr könnt es genauso gut schwarz, gelb, orange oder was auch immer ihr für Farben habt, benutzen.
Das, was relativ wichtig ist, wird jetzt Position Relative, damit wir später unsere Bilder und unseren Slide-Effekt, der hier so rüber slidet, benutzen können, brauchen wir diesen Relative-Befehl. Außerdem brauchen wir nach unten etwas Platz, weil wenn die so aufeinander hängen, ist es vielleicht nicht so schön. Nach oben nichts, nach links nichts, nach unten 5 Pixel, nach rechts nichts. So, allerdings, wenn wir das so machen, ist hier unten unter dem letzten auch 5 Pixel Platz und das wollen wir eben nicht. Um das zu vermeiden, kopieren wir uns das hier und benutzen einen sogenannten Pseudo-Selector. Nämlich Doppelpunkt und dann Last minus Child. Das bedeutet so viel, dass man die letzte Klasse der Seite anspricht. Was heißt, das letzte Element mit der Klasse UD-Icon wird angesprochen. Und hier sagen wir praktisch, nein, du bekommst kein Margin. So, das, was uns noch fehlt, ist natürlich hier oben. Unsere Gesamtbox braucht natürlich auch eine Weite, auch 70 Pixel. Und wenn wir das jetzt speichern, dann sollten wir hier an der Seite schon unsere vier orangen Kästchen sehen. Mit diesen orangen Kästchen können wir allerdings noch nicht viel anfangen, weil da ist noch weder ein Icon drin, noch bewegt sich dort irgendeine komische Box davor. Diese Box, die sich da so hin und her schiebt, ist nämlich der Span, also dieser Span-Befehl, der hier drin liegt. Und diesen müssen wir jetzt stylen, damit er so hin und her sliden kann. Daher nehmen wir als erstes wieder diesen Befehl hier und schreiben span. Damit sprechen wir alle span-Befehle innerhalb der Klasse UDIcon, die wiederum innerhalb der ID UDSocial liegt. Diesen span-Befehl geben wir auch width 70 Pixel, height 70 Pixel und position absolute, top 0. Und left, jetzt ganz wichtig, minus 70 Pixel. Weil sie soll nicht sichtbar sein, soll außerhalb des Monitorsbereichs sein und daher muss sie minus 70 bekommen. Außerdem bekommt unser Span noch den Z-Index 1, weil er ja hinter unserem Icon liegt. Das Icon werden wir jetzt ja, eben formatieren. Und zwar ist es ein normales Image. Dieses Image bekommt Width 100%. Richtet sich damit an UD-Icon aus, kriegt ebenfalls Position Absolute mit Top, oh, hier ist ein kleiner Fehler drin, mit Top 0 und Left 0. Allerdings bekommt diese Box einen Z-Index von 3. Man könnte auch 2 nehmen, aber ich mache da meistens ein bisschen größere Abstände zwischen. Und wenn wir das abspeichern, sollte sich allerdings jetzt noch nichts tun, weil unsere Spans liegen ja außerhalb des Monitors und Bilder haben wir noch keine. Wie ihr seht, habe ich hier immer unterschiedliche Farben, wie die Netzwerke halt aufgebaut sind. Ich glaube zwar, Beyonce hat eine andere Farbe, aber ich wusste die Farbe nicht genau. Deswegen habe ich einfach mal so dunkle genommen. Grundsätzlich ist das aber egal. Dafür müssen wir jetzt noch weitere Klassen erstellen. Die habe ich schon mal vorbereitet. Kopiere ich mir jetzt einfach hier rüber. Das sind einfach nur die Background-Farben von den verschiedenen Netzwerken. Ihr könnt natürlich dort jede beliebige Farbe einfügen. Wichtig ist nur, dass ihr jedes Netzwerk in einer eigenen Klasse habt. Diese Klassen müssen jetzt noch an unsere Spans vergeben werden. Auch das habe ich schon mal vorbereitet, weil das wäre jetzt nur zusätzliches Schreiben. Und werde ich mir einfach mal hier rüber kopieren. Das ist Dribble. Dann brauchen wir noch Bios, Twitter natürlich und Facebook. Diese Farben, die da vergeben werden, oder besser gesagt, diese Icons, die wir hier vergeben, die haben im Prinzip nicht viel damit zu tun, da sie in Photoshop erstellen und wir nur die Hintergrundfarben über diese Klassen vergeben wollen. Wenn wir das jetzt allerdings speichern, wird immer noch nichts passieren, weil wir haben immer noch kein JavaScript geschrieben, was uns das so hin und her slidet, wenn man hier drüber geht. Der JavaScript-Code ist relativ schnell geschrieben und dazu öffnen wir einfach nur unsere Scrollbar.js, in der wir leicht unseren Code hinzufügen können. Das sind nur ein paar Zeilen und wird relativ leicht zu verstehen. Als erstes suchen wir uns
unsere Klasse UD-Icon. Also wenn man über Icon rübergeht, soll etwas passieren. Per Hover, Function, das ist eine Empty-Function. Die kopieren wir, weil die erste Function ist praktisch Hover-In. Also wenn man mit der Maus drauf geht, die zweite Funktion ist Hover-Out, wenn man mit der Maus das Icon wieder verlässt. Als nächstes nehmen wir Sys. Was heißt, wenn wir über dieses oberste Icon gehen, soll etwas mit diesem Icon passieren. In dem Fall aber nicht mit dem Icon, sondern mit einem Children Selector suchen wir uns hier den Span innerhalb dieser Box raus und dann ein Stop-Befehl dazwischen, weil wir jetzt wieder Animate benutzen. Animate habe ich ja auch schon im vergangenen Tutorial mehrfach benutzt und sollte daher jedem klar sein. Wenn nicht, schaut euch am besten nochmal das Vorgänger-Tutorial mit diesem Scrollbar an. Dort habe ich das etwas genauer erklärt oder andere Videos von mir. Das nächste, was wir machen, ist, wir animieren Left auf 0 Pixel. Wenn wir das jetzt speichern, sollte hiermit schon etwas passieren. Es animiert, aber es geht nicht wieder zurück. Das ist kein Problem, wir müssen einfach nur diesen Befehl kopieren und beim Hover Out wieder aufrufen. Allerdings nicht mit 0 Pixel, sondern mit minus 70. Wenn wir das jetzt speichern, hat das hochgeladen, haben wir hier, hat das noch, jetzt geht's. Jetzt hat er hier das schon mal die Animation reingebaut. Damit haben wir schon mal den schwersten Schritt geschafft. Was jetzt kommt, ist Photoshop-Arbeit. Und zwar, um diese Overlay-Icons hier zu erstellen. Dabei gibt es viele verschiedene Schritte. Einmal gibt es jedes Social-Media-Icon schon mehrfach und in Dutzenden Ausführungen, Variationen als PNG, als Vektordatei und alles im Internet als fertigen Dateien. Die müsst ihr nur noch installieren in Photoshop oder euch runterziehen. Dabei einfach bei Google eingeben. Die sind auch alle free, weil die Netzwerke halt wollen, dass man sie verlinkt, haben die im Normalfall auch kein Problem damit. Was wir jetzt machen, ist eine Datei erstellen, 500x500 Pixel. Diese Datei braucht keinen Hintergrund, was heißt, den löschen wir raus. Zack. Und dieses gepunktete Muster, was hier jetzt entsteht, heißt, dort ist die Fläche transparent. Was wir jetzt machen wollen, ist ein Icon zu erstellen. Ich habe das schon mal getan und habe hier oben bei meinem Form-Werkzeug praktisch mir die Icons reininstalliert. Das ist sehr praktisch, weil man diese Icons oft braucht und sie jedes Mal neu zu machen, ist doch sehr aufwendig. Deswegen nehme ich jetzt als erstes einfach mal dieses Dribble-Icon, fange hier an, ziehe es runter und habe mir hier ein Icon erstellt. Man sollte jetzt darauf achten, dass es halt natürlich nicht so komisch aussieht, keinen Rand hat, sondern weiß gefüllt ist. Und man kann mit diesen Hilfslinien in Photoshop genau die Mitte austesten. Praktisch jetzt ist genau im Lot. Wir machen hier einen Doppelklick drauf. Wir können so Ebeneigenschaften beeinflussen. Diese Ebeneigenschaften wollen wir eigentlich nur Schlagschatten. Hier wollen wir normal, Abstand 1 und Deckkraft 100. Der Rest bleibt gleich. Da drücken wir OK, Datei, für App speichern, speichern, Desktop. Jetzt muss ich mal eben meinen Server raussuchen. Social Image und hier machen wir Facebook. Dribble. Speichern. Jetzt habe ich das hier schon in meiner Datei. Zack. Und kann es einfach per Drag and Drop oder halt per Schreibbefehl hier reinziehen. Und das speichere ich jetzt nur noch ab. Das hier muss ich noch hochladen, sonst hat er gleich wieder Probleme damit. Und habe so mein Icon hier eingefügt. Auf diese Weise kann man natürlich jedes weitere Icon einfügen. Das werde ich jetzt nicht machen, weil das einfach stupide Wiederholung wäre. Und hat dann ziemlich schnell einen ziemlich einfachen Social Media Zugang zu seinen Netzwerken geschaffen. Wie man natürlich diese Netzwerke animiert, ob man zum Beispiel das von links nach rechts faden lässt, ob man so per Transition die Farben verändert, ist jedem selbst überlassen. Ich finde diesen Slide-Effekt persönlich am schönsten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch etwas helfen. Wenn ihr Fragen oder Probleme mit dem Tutorial habt oder Anregungen, schreibt mir einfach an youtube@unleashdesign.de. Ich wollte außerdem noch ein
großes, großes Dankeschön an euch alle sagen. 1000 Abonnenten war mein absolutes Jahresziel, dass ich das jetzt schon Mitte Oktober erreiche. Damit habe ich nicht gerechnet und ich freue mich total darüber, weil einfach eine vierstellige Zahl ist schon mal etwas Besseres, als da die ganze Zeit mit 700 oder so zu sein. Das ist einfach persönlich, finde ich es ganz schön. Ich werde auch noch versuchen, ein wirkliches 1000-Abonnenten-Special zu machen, wie es ja irgendwie üblich ist. Wann genau das sein wird und was es sein wird, weiß ich noch nicht. Das werde ich mir jetzt in Zukunft überlegen. Wie gesagt, viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald.